Stabilisierung wäre die Frage, was soll sie denn stattdessen machen? Also jetzt Waffenstillstand gleich, also soll keine Waffe mehr geliefert werden, soll sie aufhören zu kämpfen? Also ich will da schon kurz was dazu sagen, weil mich das wirklich auch aufbringt. Die Darstellung, als wäre die Forderung nach Diplomatie, nach Friedensverhandlungen, nach einem Ende des Sterbens, als wäre das gleichzusetzen mit irgendeiner Rechtfertigung fürs russische Handeln. Sagen Sie mal, wo leben Sie? Wow. Also Russland hat die Ukraine angegriffen. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Gut. Überhaupt keine. Das habe ich ja schon oft gesagt. Das ist, ja schon mal, ist ja schon mal richtig. Das Bekenntnis kann man sich sparen. Egal wie häufig es kommt, einem wird trotzdem vorgeworfen, man würde auf Seiten Russlands stehen. Die Aufmachung dieser Dichotomie ist ein typisches Zeichen der Kriegspropaganda. Ich bin für Frieden, wird unterstellt, nein, du bist auf der Seite des Feindes. Das ist völlig normal in der Kriegspropaganda und man sollte, also man kann dieses Bekenntnis auch weglassen, es macht keinen Unterschied, ob man das jetzt sagt oder es nicht sagt, einem wird das am Ende eh vorgeworfen. Gut. Zum Punkt kommen. Jetzt geht es um die Frage, wie beendet man diesen Krieg? Wie kann das Sterben enden? Und wenn Militärexperten auf der ganzen Welt sagen, dass dieser Krieg haben Sie schon nicht militärisch gewonnen werden kann, ist die Alternative ein diplomatischer Weg. Ja, und ich meine, dass dieser Krieg... Konkret Harald Kujat, Ben Hodge, Erich Watt. Oder, wie gesagt, also der sagt jetzt nicht, der Krieg kann nicht gewonnen werden. Ich glaube, dann würde er von seiner Regierung auf den Deckel kriegen. Aber der hat schon immer gesagt, dieser Krieg wird noch lange dauern. Und die Ukraine hat halt weniger menschliche Ressourcen als Russland. Also die sind die Soldaten schneller abgenutzt, weil schlicht und ergreifend weniger Menschen zwangsrekrutiert werden können. Dass die Ukraine deswegen in so einem Abnutzungskrieg tendenziell schlechtere Karten hat, das sagt Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Und das sagt er schon eine ganze Weile. Also das sind jetzt keine prorussischen Quellen, die ich hier gerade angeführt habe. Gewonnen werden kann. Der Markus Reisner, das haben Sie schon gesagt. Deswegen führe ich den auch immer an. Markus Reisner tendenziell pro-westlich, tendenziell pro-NATO. Also das wird mir auch häufig in den Kommentaren geschrieben, wenn ich Markus Reisner bringe. Der ist doch pro-NATO, der trägt diese Narrative. Ja, ich weiß. Deswegen ist das so eine gute Quelle. Der würde wohl die Lage nicht verzerrt zu Ungunsten des Westens, zu Ungunsten der Ukraine darstellen. Sondern der, also wenn von dem eine negative Einschätzung über die Situation in der Ukraine kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal höher, dass diese Einschätzung realistisch ist. Einfach weil er schon auf der pro-westlichen Seite steht. Moment, das möchte ich schon noch sagen. Frau Mohammed Ali, was ist die Alternative? So, ich wurde dringend notwendig. Sorry, dass ich hier jetzt die ganze Zeit unterbreche, aber was Mohammed Ali sagt, ist absolut richtig. Ich sehe gerade, Dankeschön Proletopia für den Raid. Vielen Dank. Du streamst früh. Das ist ja interessant. Wie gesagt, Seiten grüßt Raider, wir reagieren gerade auf Mohammed Ali bei Maischberger. Weiter. Alle Mittel, die man auf diplomatischem Wege hat, jetzt zu ergreifen, als erstes einen Waffenstillstand und dann brauchen wir Friedensverhandlungen. Die Lage der Ukraine verschlechtert sich von Tag zu Tag für diese Verhandlungen. Das ist die Realität. Wer verhandelt? Wer verhandelt? Mhm. Natürlich muss die Ukraine verhandeln mit Russland und das muss entsprechend eingeleitet werden durch internationale entsprechende Bemühungen dahin. Da könnte sich auch Deutschland mal beteiligen. Wenn sogar Herr Melnyk inzwischen sagt, der nicht dafür bekannt ist, dass er irgendwie da besonders weiche Worte findet, wenn sogar der heute sagt, Herr Scholz sollte das nicht ausschließen, mit Putin zu reden, verstehe ich nicht, warum das nicht geschieht. Also Herr Melnyk ist jetzt, gut, reden statt schießen. Nein, also. Es ist doch überhaupt keine Frage, dass jeder will, dass dieser Krieg und dieses Morden aufhört. So. Nein, die Kriegstreiber wollen das nicht. Wenn du sagst, die Ukraine, dieser Krieg muss enden, aber zuerst müssen wir gewinnen, dann willst du eben nicht, dass er aufhört. Also dann willst du den Krieg offensichtlich weiter, weil die eigene Seite gewonnen hat und nicht, dass der Krieg aufhört. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass solche Kriegstreiber genau wissen, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann, dass das ausgeschlossen ist, dass die USA diesen Krieg aber weiterhin am Laufen halten, um Russland langfristig zu schwächen. Hier sterben schließlich keine NATO-Soldaten, hier sterben nur Ukrainer und es sterben Russen. Und nach Ende des Krieges ist Russland dann ein Stück ausgebluteter. Also warum diesen Krieg nicht noch länger am Laufen halten? Die eigene Rüstungsindustrie verdient ja auch daran. Also dagegen spricht ja nichts. Dann können sich die USA, dass Russland so lange schwächt und die USA können sich auf ihre Konfrontation mit China konzentrieren, wenn wir Europäer jetzt auch noch die Blöden sind, die an der Eskalationsschraube drehen und das Ganze hier noch weiter mitfinanzieren und immer gefährlichere Waffensysteme an die Ukraine liefern, beispielsweise sowas wie Taurus. Und jetzt werden wir mal konkret und jetzt muss wirklich mal Butter bei die Fische. Gewinnt die Ukraine das heißt, den Krieg gerade? Entschuldigen Sie,
Ja, wenn, aber das ist doch eine richtige Frage. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Wenn Putin heute und jetzt seine russische Armee zurückzieht, ist der Krieg sofort zu Ende. Das tut er ja nicht. Wenn die Ukraine es macht, tut er nicht. Sind ja, aber er tut es ja nicht. Entschuldigung, ich kann mir das doch nicht wünschen. Wenn die Ukraine auf die russischen Forderungen eingeht, also Strack-Zimmermann wird gleich was anderes behaupten, aber wenn die Ukraine auf die russischen Forderungen eingeht, dann ist dieser Krieg auch zu Ende und die Ukraine kann ihre staatliche erhalten, sie muss nur neutral sein, sie darf keine NATO-Waffen mehr auf ihrem Territorium haben, sie muss also die russische Grenze entmilitarisieren und sie muss die territorialen Realitäten anerkennen. Also das sind die russischen Forderungen. Die russischen Forderungen beinhalten keine komplette Eroberung der Ukraine. Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Wenn die Ukraine es macht, ist sie weg vom Fenster, ist sie weg, ist sie geografisch verschwunden. Okay. Und da muss man jetzt einfach sagen, nein, das ist eine Lüge. Also das ist nicht die russische Haltung, das war nicht die russische Haltung. Also selbst zu Kriegsbeginn war es nicht das russische Ziel, die gesamte Ukraine zu besetzen. Quatsch, was Strack-Zimmermann hier behauptet. Dann ist es nicht der letzte Krieg. So, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Frau Strack-Zimmermann, das stimmt doch, aber ich kann mir das ja... Nein, das stimmt nicht. Also es kann natürlich sein, dass sich die russische Position, je länger dieser Krieg dauert, noch weiter verschärfen wird. Hat sich ja in der Vergangenheit schon verschärft, also 2014. Vor 2014 ist es Russland ja nicht eingefallen, die territoriale Integrität der Ukraine in Frage zu stellen. Nach dem Putsch auf dem Maidan hat Russland dann die Krim annektiert. Nachdem die Ukraine eine Antiterroroperation gegen ihre eigene Bevölkerung im Osten gestartet hat, hat Russland dann angefangen, die Separatisten zu unterstützen und wollte die hinter allem stand eigentlich immer die Neutralität der Ukraine sicherzustellen. Das war das antreibende russische Motiv. Und 2022, als die Ukraine trotz der seit 2014 ergriffenen Maßnahmen immer weiter in den westlichen Block abzutreiben drohte, hat Russland dann auf Krieg gesetzt. Und das könnte man jetzt am besten beenden, indem man Russland einfach diese Neutralität zusichern würde, die es immer wollte. Putin hat sich im Interview mit Tucker Carlson beispielsweise auch schon geäußert. Also er hat gesagt, die russischen Forderungen liegen auf dem Tisch, die sind ganz klar, die Ukrainer wollen ein eigenes Volk sein. Okay, können sie, aber wie gesagt, müssen sie neutral sein und dann müssen sie entnazifiziert werden. Aber das, wie gesagt, also bei den Friedensverhandlungen in Istanbul, da war der entscheidende Punkt nicht die Entnazifizierung, nicht die Demilitarisierung, sondern die Neutralität, die dauerhafte Festschreibung der Neutralität. Das war der entscheidende Punkt.